Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jump Leagur, also beziehungsweise Minecraft PvP. Ich habe diesen Modus schon länger nicht mehr gespielt, also schon privat schon mal demnächst öfter gespielt, damit ich überhaupt auch was abliefern kann. Boah, nice Zeug. Aber so für Aufnehmen habe ich den schon ewig nicht mehr gespielt. Und da hat sich ziemlich viel getan bei diesem Modus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hasse es, wenn man runterfällt. Was war das? Ich hab doch ganz spät gedrückt zum Abspringen und ja, ich scheitere gerade beim zweiten Modul. Das ist doch nicht normal. What the fuck? Ja, und ich raste jetzt gleich aus. Nein, noch nicht. Noch geht's. Alter, wollt ihr mich veräppeln? So, zack. Zack und zack. So, wieso habe ich das nicht gleich von Anfang an hinbekommen? So, da springt man durch die Dinger durch. Das mag ich ja überhaupt nicht. Hupsala. So, ein Schwert. Endlich mal. Bäh, geh weg. Ich will niemand. Dieser Sprung ist scheiße. Und ihr merkt vielleicht schon, warum ich diesen Spielmodus so lange nicht mehr gebracht habe. Weil er einfach nur scheiße ist. Nein, Spaß. Er macht schon Spaß, aber ich raste die ganze Zeit nur aus. Puh. Viertes Modul ist doch schon mal ganz nice. So, oh ja, zwei Bögen. Hab ja noch nicht genug oder so. Ist ja... So, zack, zack, zack. Versprungen. Ja, komm, komm. Ja, brav. Und beim fünften Modul kacke ich eh ab. Wo muss ich hin? Muss ich darüber? Hä? Ich weiß es nicht. Okay, das hätte ich besser hinbekommen können. Ja, was jetzt? Hä, warum springt der? Nicht der Hurenbock. Und ja. Hä? Okay. Okay. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Tralali und tralala. Und jetzt? Da kommt man nicht hoch. Okay. Das ist vielleicht der falsche Weg. Kann das sein? Okay, da komme ich nicht rüber. Ich glaube, das ist wirklich der richtige Weg, aber muss ich da hin? Oder muss ich da hoch? Okay, das klappt schon mal. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss wirklich da hin. So, ich wusste, dass das fünfte Modul mich wieder so richtig fordern wird. So, zack und jetzt. Hä? Ich verstehe dieses Modul überhaupt nicht. So, hier rüber. Oh mein Gott. Ich muss doch nicht im Ernst da dran. Ich würde es toll finden, wenn es bei diesem Spielmodus auch so eine Option geben würde, dass man ein Modul komplett überspringt. Dann bekommt man zwar die Sachen aus der Kiste nicht, aber das wäre mir sowas von egal. Naja, andererseits ist es klar, dass es diese Option nicht gibt. Könnte man ja einfach zum letzten Modul
Und dann hätte man das Jump'n'Run alles gepackt. Och, komm schon. Und jetzt hier hoch. Darüber. Oh, jawoll. Okay. Was? Warum ist man da? Warum läuft man da denn runter? Ah. Ich habe jetzt wenigstens die Kiste und habe verstanden, wo ich hin muss, aber das bringt mir auch nichts. Denn dieses Modul ist echt schlecht. Ich kacke ins Essen, ganz ehrlich. GG, da habe ich gewonnen. Yes. Ach ja. Und wir sehen uns in der zweiten Runde. Herzlich willkommen zu der zweiten Runde oder auch vielleicht der ersten Runde. Ich weiß noch nicht, wie ich es schneide. Von Jumpliagua. Und wir haben gleich das Käseplaneten-Modul erwischt. Aua. Oh, das hat weh getan. Oh, da habe ich geiles Zeug bekommen. Ja. Und so weiter und so fort. Ich habe diesen Spielmodus schon länger nicht mehr gespielt und das hat auch seine Gründe, weil ich einfach echt grottenschlecht bin in Jump'n'Runs. Oh Gott, mein Lieblingsmodul. Ich habe es nur demnächst etwas privat gezockt mit einem Kumpel und da ist mir aufgefallen, dass ich Federn überhaupt nicht brauche. Nein, Quatsch. Dass ich diesen Modus doch irgendwie ganz witzig finde. Ich hoffe nur, ich, ja, gewinne auch. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Komm. Oh ja, ich hab's gepackt. Okay, dieses Modul kenne ich ja überhaupt nicht. Super, wie man da runterfallen kann. Yay. Das ist noch normal. Das ist noch easy. Okay. Und jetzt? Achso, ich muss da runter. Oh, das war knapp. Das hätte ich. Ah, Hilfe. Es leckt. Nicht gedacht, dass das so. Ich will da. Das soll easy sein? Das ist doch nie im Leben easy. Wenn man da in ein Loch reinfällt, dann muss man alles nochmal von vorne machen. Whee! Es kann doch nicht sein, dass ich am dritten Modul jetzt hänge. So, zack. Muss ich da drüben hin. Und zack. Ja, natürlich habe ich das hinter mich gebracht. Ich bin ja ein Top-Jumpliagua-Spieler. Und so. Ich falle einfach beim vierten Modul runter. Komm, das kann doch nicht mein Ernst sein. Bei so einem easy Kacksprung. So, zack. Ich hätte einfach geradeaus weiterrennen sollen. Nicht zurück auf das erste Ding wollen, sondern einfach weiter. So, dann habe ich mal eine Frage an euch. Ich weiß nicht, wie es im Video aussieht, aber ist das dunkelbraun oder schwarz? Was meint ihr?
So, dann gehe ich jetzt hier mal ganz safe runter. Zack. Dingsschwert und ein paar Gehirne. Was will man mehr? So. Und ich bin schon beim 5. Modul. Oh, das kenne ich auch nicht. Sieht aber nice schwer aus. Denn vor allem die Zäune, die können abfacken. Ha, toll. Ich wusste es, dass ich da runterfalle. Ich wusste es einfach so genau. Nein. Ach, Mist. Es ist immer so, dass ich beim 5. Modul verkacke. Und dann erst mal ewig lang daran rumhänge. Und dann, wenn ich es endlich hinter mir habe, dann läuft es erstmal wieder, bis ich zu hart komme. Ich muss mich sozusagen, wie wenn ich mich darauf einstellen muss, dass es jetzt normal ist. Obwohl ich das teilweise nicht mal normal finde, vom Schwierigkeitsgrad her. Sondern unglaublich schwer teilweise. Nein! Und ich werde hier ab und zu etwas übersteuern. Deswegen schiebe ich mal mein Mikro etwas weiter weg. So, jetzt ist es angenehmer, oder? Komm schon, was ist denn hier los? Ich kack mir in die Hose. Mit Nutella und Soße. Ja, ist egal. Wie war denn euer Fasching so? Oder wie, ja, doch. Wie war euer Fasching so? Bei mir ist jetzt der Fasching gerade rum. Die Folge, also, kommt zwar, denke ich mal, etwas später als, also bei euch dürfte der Fasching schon ein paar Tage länger rum sein, aber, oh, nices Zeug. Ich muss dahin springen, wollte ich gerade sagen, aber gut. Dieses Modul ist nervenaufreibend. Gut, Boost. Puh, jetzt schaffe ich diesen Sprung, aber den da schaffe ich definitiv nicht. Ich hätte viel später abspringen müssen. Und ja, meine Tastatur hört man heute extrem laut. Aber das ist mir sowas von egal. Weil bei diesem Modus geht es nicht anders. Wie kommt man jetzt hier rüber? Ich muss doch... Nein, auf den Zaun schaffe ich es definitiv niemals. Und es lieben natürlich auch mal wieder sehr viele. Das finde ich einfach schön. Ich habe... Ja, das werde ich irgendwie vorne dran schneiden, die letzte Folge. Aber da bin ich auch im 5. Modul sowas von abgekackt. Nur, dass ich da lange nicht so weit gekommen bin, wie hier bei diesem 5. Modul. Und die Runde habe ich souverän gewonnen, aber es waren auch gegen Ende hin nur noch richtige Noobs dabei. Ja, zack. Super duper. Richtig gute Spieler waren dann nur noch dabei. Ich setze mich mal anders dahin. Ach so, nur noch ein paar Sekunden. Nice. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Okay, die Map mag ich nicht, aber gut. So, hallo, du kleines Minecraft-Männchen. So, oh, da ist ja die Hölle los. Okay, dich hole ich mir und dich hole ich mir auch noch. Okay, was geht ab? Ich habe doch einen gekillt. Wieso hast du noch so viel Leben? Wieso kannst du mich noch raggen? Mit Low Ground, ja, ist klar, aber jetzt hab ich dich. Und hinter mir ist natürlich einer. Ah, Mist, ich muss erstmal recken. Ich hab natürlich nichts geordnet. Ah, nein, 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 nein. Bitte nicht. Ich dachte schon.
Komm, dich krieg ich. Nein, bleib doch stehen. Die haben alle Schuhe, ich nicht. Oh, den hab ich. Nice. Erstmal was essen. Und dann alles sortieren. So. Ja, das war's eigentlich schon. Da vorne kämpfen sie. Da staub ich mal schön ab. Okay. Nice Zeug. Okay, jetzt habe ich mir zweimal die gleiche Hose genommen. Das war jetzt nicht so schlau. Aber ich habe noch zwei... Oh, da vorne kommt da. Ach, der rennt weg. Hat er Angst oder wie? Der hatte echt nices Zeug. Warum hatte der das nicht alles... Ach, schau einer mal an. Da sitzt einer. Tschüss. Okay, den habe ich und dem seine Kiste will ich. Oh, nice Schuhe. So. Und jetzt muss ich nur noch den letzten finden. Da unten kommt er doch schon. Dich hole ich mir. Du hast keine Chance gegen mich. Zack. Und ich habe gewonnen. Der hatte noch ein Leben. Ich dachte, der hatte zwei. Okay, dann war's das auch mit dieser Folge. Obwohl ich so upgeraged bin, tut's mir, also das tut mir leid, aber ansonsten fand ich die Folgen doch ganz nice. Schön und so. Da sind ganz viele Tiers. Oh, mit dem Tierparadies. Dann würde ich sagen, haut rein, lasst eine Bewertung da, falls es euch irgendwie gefallen hat. Oder die, ihr den Spielmodus nochmal sehen wollt. Und dann Cheerio. Bis zum nächsten Mal.